Ich nehme euch heute mit, es ist Freitag und ich bin so müde. Ich bin so froh, dass heute der letzte Tag ist. Ich werde morgen bis um, keine Ahnung, was schlafen. Ich werde bis mittags am Bett bleiben. Ich bin so müde. Aber es nützt nichts, der letzte Tag. Sonne ist nicht da. Mal gucken. Ich mache mich jetzt erstmal fertig. Ich habe jetzt eine halbe Stunde Zeit, mich fertig zu machen. Und dann melde ich mich gleich. Tschüss, viel Spaß mit dem Video. Jetzt ist auch noch mein Lieblingsrouge auf. Oh Mann, ey, ich krieg zu viel. Jetzt darf ich da nachher auch noch hinterher rennen. Aber ich glaube, fällt mir gerade ein, dass ich bei der Arbeit noch eins liegen habe. Da muss ich gleich erst mal gucken. Aber nervig, wenn man das jetzt braucht und es ist leer. Welchen Schal nehme ich denn jetzt? Ich glaube, zu schwarz passt mal ganz gut. Der hier. Nehmen wir den mal. Guten Morgen, jetzt auch etwas fröhlicher und munter. Immer noch nicht ganz so fit, aber das wird gleich schon kommen. Ich muss gleich noch, sehe ich gerade, die Müllsäcke rausbringen, die Spülmaschine ausräumen, den Kaffee machen und dann noch schnell was zu essen organisieren. Und dann geht's weiter. Weiter geht's. 7:10 ist es gleich. Ich muss noch schnell. Ich muss nicht, aber ich mache das immer morgens, damit ich das abends nicht muss. Ne? Das spart ungemein Zeit. Schnell die Spülmaschine ausräumen. Schnell Schatzis Kaffee machen. Die Kanne da hinten. Und dann muss ich noch schnell irgendwas zu essen organisieren. Und Bis dann soll mir gleich. mal einer sagen, ich klingel. Bin schon wieder zurückgelaufen vom Bäcker. Das ist hier auch. So, kleiner Test, ob das funktioniert im Auto, aber ich glaube, das geht ganz gut. Hallo, zurück. Ich bin jetzt bei der Arbeit und ich habe eigentlich noch gar keine Pause, eigentlich erst um 10. Aber ich muss mein Brötchen essen. Ich habe so einen Hunger. Und das werde ich jetzt essen und dann werde ich schnell losarbeiten. Und dann ist hoffentlich schnell 2 Uhr, dass ich Feierabend habe und somit Wochenende. Du kannst ja noch vom Arm. Ja? Gut. Oh Das ja. sieht aus. Jetzt denn hin? Im Büro war das kühl bei mir. Jetzt dachte ich, hier draußen ist das auch nicht ganz so warm, aber ist es wohl doch. Angenehme So, 15 Grad. nun haben wir Wochenende. Du nicht. Aber ich muss noch so viel machen. Betten überziehen, Wäsche machen, Wäsche reinschmeißen, Wäsche abnehmen, hinten Wäsche wieder aufhängen. Wäsche rein, rein. Rein, rein. Das ist doch irgendwie, ne? Dann aufräumen allgemein, Stube aufräumen. Duschen kannst du auch mal wieder. Duschen. Aber das ist ja keine Arbeit, das ist ja was Schönes. Wobei, die Woche ist doch glatt vorbei, oder? Heute ist Freitag, ne? 2. Obwohl Weihnachten habe ich das letzte Mal. Das geht eigentlich noch. Ich wollte eigentlich Ostern, aber das habe ich zeitlich irgendwie nicht hingekriegt. Man sieht ja bei deinen Aufgebrauch-Videos, du hast ja alle möglichen Kuriositäten, um sich die Haare einzupudern oder solche dass ich die Geschichten. 3 Wochen nicht waschen muss. Richtig. Das ist wirklich. Eine Frau als Malerin. Ja, Sieht komisch aus. Malerinnen gibt es ja. Das sieht nicht komisch aus, aber das sieht in Kombination komisch aus. Die läuft ja auch noch wie ein. Wie ein Maler? Wie ein Dingsbums läuft die. Oh Sonst würde man Mann. sagen, du löppst aus dem Bube. So, und mehr haben wir im Moment gar nicht, ne? Es ist ziemlich ruhig heute. Ja, das reicht auch. Hatte genug zu tun und bin noch nicht fertig. Ich nehme euch gleich wieder mit.
ich habe meine Ruhe. Bei der Arbeit? Nee, zu Hause gleich. Du kannst einkaufen. Du musst dann noch einkaufen. Ja. Ich nehme euch mit. Bis nachher. So, wie läuft ein Maler? Wir hatten das Thema gerade nochmal. Weil da war ja gerade eine Malerin. Also eine, wie nennt man das? Maler. Wie nennt sich dieser Beruf? Maler und Lackierer? Eine Malerfachangestelltin. Ja, und da habe ich halt gesagt, die läuft auch wie ein Maler. Wie läuft denn ein Maler? Läuft doch so. Hä? Warum sollte ein Maler so laufen? Nee. Bauer vielleicht. Ja, wenn der Gummistiefel anhat und bist du den Knöcheln im, was weiß ich. Aber so läuft doch kein Maler. Die ist auch nur so gelaufen, weil die solche riesigen Potten anhatte. Die haben ja mindestens 5 Kilo pro Fuß gewogen. So läuft doch kein Maler. Ich mach aus, weil sonst wird das hier wieder zu schlimm mit uns. Ne? Maler laufen ganz normal. Tschüss. Jetzt ist mir die scheiß Hölle darunter gefallen. Ich bin gerade auf dem Weg zu Kaufland. Ich gehe jetzt alleine einkaufen. Manuel muss das ganze Wochenende wieder arbeiten. Das heißt Freitag und Samstag nochmal von 18 bis 23 Uhr. Er hat nur Sonntag frei und deswegen wollte ich ihn jetzt nicht noch belasten mit der scheiß Einkauferei. Und gehe jetzt alleine, dann hat er jetzt noch, es ist jetzt 3 Uhr, um 5 muss er wieder anfangen zu arbeiten. Hat er jetzt noch 2 Stunden Zeit, kann er sich noch ein bisschen erholen und dann mache ich das jetzt mal alleine. Ja, habe ich zwar auch nicht wirklich jetzt Bock drauf, aber es nützt ja nichts, wir müssen ja was zu futtern haben, ne? Ohne geht's ja nicht. Und ja, was wollte ich noch erzählen? Ich bin ja wieder angefangen mit dem Laufen, also ich habe ja gesagt, ich wollte anfangen, habe es auch geschafft, bin dann einmal gelaufen, 4 Kilometer, also joggen gewesen, und dann war ich übermotiviert und dann sind wir am nächsten Tag nochmal laufen gegangen, eine Stunde, aber nicht joggen, sondern praktisch so schnelles Gehen. Und ja, das war es auch schon wieder. Da haben wir uns dann schon wieder verausgabt, will ich nicht sagen, aber mir taten die Beine schon wieder weh, das glaubt ihr nicht. Und dann hatte ich natürlich wieder am nächsten Tag oder den Tag drauf, ich wollte ja einen Tag Pause machen dazwischen, hatte ich natürlich gar keinen Bock mehr zu laufen. Und dann war es schon wieder von der Zeit her alles so schlimm und schwer hinzubekommen, weil wir so spät immer abends ja zu Hause sind. Und einige Leute haben ja auch geschrieben, wieso machst du das denn nicht so, dass du dir die Zeit so einteilst, dass du halt morgens später anfängst und dann morgens Sport machst. Oder halt umgekehrt, ne? Früher anfangen und eher Feierabend. Das geht bei uns leider nicht. Wir haben Arbeitszeiten von 8:30 bis 5:30 und die müssen wir halt auch einteilen. Da kann ich jetzt nicht einfach sagen, oder einhalten, da kann ich jetzt nicht einfach sagen, ja, ich fange jetzt morgens einfach mal um 7 Uhr an und mache dann um 4 Uhr Feierabend. Das geht leider nicht. Und von daher, wir haben ja immer jeden Abend noch immer irgendwas zu erledigen. Immer fällt irgendetwas an. Man glaubt es nicht. Wir haben keine Kinder und nichts. Aber unser Zeitplan ist wirklich oder ist voll bis oben hin. Und das kriegen wir nie gebacken. Wir sind meistens immer erst abends mit Essen fertig, um 8:30, bis ich dann die Küche sauber habe, ist es 9:30, kommt drauf an, wie dreckig die ist. Und ja, das war dann der Abend und dann könnt ihr das, denke ich mal, verstehen, dass man um 9:30 nicht mehr joggen gehen kann. Vor allem im Dunkeln nicht, weil da habe ich wirklich Schiss, weil bei uns hier jetzt wurde wieder jemand angegriffen mit einem Messer bei uns hier im Wald, wo wir normalerweise immer laufen gegangen sind. Und da mag man ja überhaupt gar nicht mehr unterwegs, weil man wirklich Schiss hat, dass man da irgendwo angegriffen wird. Und dann, manche Leute stechen dich ja wirklich für 20 Euro ab, es ist ja einfach so. Und deswegen, ja, jetzt bin ich auch gleich da, jetzt habe ich schon wieder so viel gelabert. Na gut, das war's erstmal, dann wisst ihr da auch schon mal Bescheid mit meiner ganzen Diät-Scheiße, sage ich jetzt mal. Wir versuchen uns ja dran zu halten und auch den Sport zu machen, aber wie gesagt, wir kriegen das einfach nicht hin. Mit der Diät müssen wir jetzt gucken. Wir sind jetzt wieder ein bisschen angefangen, dass wir wirklich konkret uns dran halten, weil so geht es ja einfach nicht weiter. Doppelkinn lässt grüßen. Ja, ich habe zwar noch nicht wirklich viel wieder zugenommen, 1 Kilo. Ich hatte ja sonst 88, bin jetzt auf 89, aber es ist einfach zu viel. Ja. Gut, ich bin da. Ich melde mich später nochmal. Bis dahin. Tschüssi. Oh Leute, ich war jetzt eine Stunde bei Kaufland drin. Eine Stunde. Und das nur, weil das so proppenvoll ist, da ist nicht ein einziger Einkaufswagen mehr. Die sind verrückt, die Leute. Ich war eine halbe Stunde im Laden und eine halbe Stunde stand ich an der Kasse an. Entschuldigung, ich muss immer eine Brille aufsetzen. Und dann nichts gegen Kleingeld. Ich mache das ja auch immer, wenn man irgendwie, was weiß ich, 20,11 € bezahlen muss und ich gebe einen 50-Euro-Schein, dann gebe ich auch 11 Cent, damit sie mir 30
Euro wiedergeben kann. Aber wenn man da steht und man muss 13,43 Euro bezahlen, dann noch 3,43 Euro in klein raussuchen und dann auch noch in 10 und 20 Cent Stücke. Also nee, wirklich, das ist nichts für mich. Da werde ich wahnsinnig. Das mache ich nie. Das mache ich nur, wenn da nichts an der Kasse los ist. Ansonsten, nee, schmeiße ich das in eine Spardose. Das muss man doch jetzt nicht da loswerden, oder? So, jetzt ist aber Ende im Gelände. Nun will ich nach Hause, echt. So, jetzt habe ich aber auch Wochenende endlich. Und meine Ruhe. Mach die Tür gleich zu Hause zu und dann komme ich alle mal am... Ja, du Schatzi? Ja. Mir ist hier ein Wildschwein vors Auto gelaufen. Ein Wildschwein? Ja, und jetzt müssen die hier all was wissen von der Polizei wegen den Versicherungsunterlagen. Ja. Und da habe ich gesagt, das brauchen die nicht. Ich kann das Wildschwein auch einfach hinten in den Kofferraum schmeißen. Das können wir ja Sonntag essen, oder? Genau. Ja, das ist auch nicht viel. Das ist nur eine kleine Schramme. Ja, ein Wildschwein macht keine kleinen Schrammen. Ein Wildschwein, damit die Front im Arsch. Okay, ich wollte dich nur fragen, ob du eben runterkommen kannst und die Kisten mit raustragen. Ja, du kleines Wildschwein. Tschüss. Mhm. Tschüss. So. Was machen wir? Jetzt erzählt er mir gerade, dass der Trödeltrupp hierher kommt. Hier bei uns ganz in die Nähe. Was machen wir jetzt? Morgen. Aber das Problem ist, die sind schon um 10 Uhr da. Und da, wo das stattfindet, weiß nicht, ob man das erkennen kann. Was ist los? Tja. Das fängt schon um 10 Uhr an. Das heißt, wir müssten hier ja auch um. Wie spät müssen wir hier weg? 8:30. 8:30 hier weg. So. Und wir arbeiten die ganze Woche auf diesen Samstag hin, dass wir ausschlafen können. Jetzt ist Schükrü da und nun müssen wir da hin, oder? Was machen wir jetzt? Ich weiß nicht, ob Schükrü da ist. Na, da ist nur Otto da. Oder Otto. Ja, da ist er. Das ist Mauro. Mauro! Ich weiß es nicht. Was sollen wir jetzt machen? Ich weiß Keine Ahnung. Wir gucken einfach mal. Und wenn, dann seid ihr auf jeden Fall dabei. Mir ist das egal. Ich gehe gleich jetzt mal arbeiten. Tschüss. Tschüss. So, ich fange jetzt an und sortiere die Wäsche, weil das wollt ihr nicht sehen, aber ich zeige es euch trotzdem. Wäsche von einer Woche. Ich bin hier gerade angefangen zu sortieren. So sieht das hier natürlich sonst nicht aus, aber ich muss das ja alles hier runterschmeißen, dass ich das hier sortieren kann. Ja, ich habe null Bock, aber das muss ja gemacht werden. Und ja, da muss ich dann noch Betten überziehen. Ich mache jetzt eben eine kleine Pause zwischen meiner ganzen Putzerei hier und habe mir hier so einen Salat gemacht mit so ein paar Chili Cheese Nuggets. Die sind total lecker, aber richtig scharf. Und das lasse ich mir jetzt schmecken. Ich habe schon ziemlich viel geschafft, muss nur noch die Betten überziehen und dann habe ich hier erstmal den Haushalt wieder auf Stand. Moin Moin und willkommen zurück. Ich bin fertig mit meiner Hausarbeit. Eine Maschine Wäsche läuft jetzt noch. Die läuft noch bis 8 Uhr, dann ist die durch und ich auch. Ja, auf jeden Fall werde ich dann duschen, mich abschminken und so weiter alles und dann werde ich mich hier in meine Ecke pflanzen. Und da habe ich die ganze Zeit beim Putzen darüber nachgedacht mit dem Trödeltrupp. Das lässt mir einfach keine Ruhe. Ich will da unbedingt morgen hin und ja, ich habe Manuel schon geschrieben und wahrscheinlich fahren wir da morgen hin. Ja, ich wusste ja nun nicht, wer jetzt morgen da ist, ob Otto, Mauro oder Schükrü, weil ich bin ja voll der Schükrü-Fan. Und dann habe ich so ein bisschen im Internet gerade nochmal rumrecherchiert, also übers Handy. Und ja, dann ist mir, habe ich zwar eine Seite gefunden, wo auch steht, dass die morgen in Wiesmoor sind, da wo dieser große Hausflohmarkt ist, aber da stand auch wieder nicht bei, wer denn da überhaupt jetzt dabei ist, ne? Ob Otto, Mauro oder Schükrü. Und dann habe ich das einfach mal bei Google nochmal eingegeben, irgendwie Suchbegriff Schükrü in Wiesmoor oder keine Ahnung was, total bescheuert. Und dann hat er mir angezeigt ein Foto mit so einem Jungen und der hat praktisch ein Foto, also Schükrü mit dem Jungen zusammen und die stehen da in Wiesmoor. Und das heißt ja, das wurde gestern gemacht, das Foto.
dass er in Wiesmoor ist. Und da freue ich mich echt, weil die anderen finde ich auch toll, aber Schükrü ist einfach so eine Person, die würde ich echt gerne mal treffen oder mal sehen. Und ja, der Hausflohmarkt ist ja bestimmt auch ganz interessant. Vielleicht finden wir da ja sogar noch was Schönes. Und jetzt wird mein Arm lahm. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Auch wenn jetzt nicht so sonderlich viel passiert ist heute. Aber ich wollte ja jetzt öfter mal so ein bisschen vloggen. Und das habe ich jetzt ja heute mal wieder geschafft. Und wenn das morgen mit dem Trödeltrupp soweit klappt, dann nehme ich euch da natürlich auch wieder mit. Und dann wünsche ich euch bis dahin alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!